So, da ziehen wir weiter mal eine Runde durch. Das Ritual, also. Moment. Jetzt. Ein Feuer. Ich muss ein Feuer anzünden vor dem Haus. War erst meine Axt. Okay, was zum Anzünden fürs Feuer. Jetzt bin ich schon mal gespannt. Boah, Scheiße. Gute Frage. X, würde ich sagen. Da war's Dreieck. Pech. Darauf habe ich überhaupt nicht geachtet. Ja, da brauchen wir den Vorder. Kommen wir nicht rein? Ist das ein scheiß Pferd oder was? Keine Pferde mehr. Du hast es! Du hast es!
So. Eine mit. Aber du jetzt. Halt. Zap, zap. Jody! Kein weißer Mann war je an dem Platz, zu dem ich dich führe. Mein Volk begräbt seine Toten hier schon seit vielen Hunderten von Jahren. Für uns ist es geweihtes Land. Auf jeden Fall die Decke dort hinten drauf. Liegt hier. Das sind zwei Söhne. Und die Oma. Sind die Knochen eurer Vorfahren. Ich bin sicher, sie wollten, dass man sie bei ihrem eigenen Volk begräbt. Thank you.
ist nicht deine Schuld. Mein Vater ist bei Shimazani und bei seinen Vorfahren. Er ist glücklich, wo er ist. Was? Nu? Doch ein Kumpel. Das ist ein übelstes Leuchten. Dein Entschluss steht also fest? Du verlässt uns? Es gibt Dinge, um die ich mich kümmern muss. Bye bye. Dinge aus meiner Vergangenheit. Und ich glaube, ich bin jetzt bereit dafür. Du hast viel für uns getan, Jody. Für uns und für unseren ganzen Stamm. Wenn du nicht findest, was du suchst, komm wieder her. Du hast hier immer ein Zuhause. Er ist traurig. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Ich werde dich nie vergessen, Corey. Ashki wird dich vermissen. Eines Tages komme ich ihn besuchen. Komm nie mal wieder hier. Um Arm reicht. Wenn sie nicht übertreiben. Hey Jody! Du hast nicht gedacht, du müsstest laufen, oder? Hat ziemlich gedauert, aber ich habe es zum Laufen gebracht. Ist eins. Na los. Sieh es als kleinen Dank an. Frisch lackiert. Feuerfrei. Ui. Na dann, jetzt leben wieder.
Das ist egal. Wir haben sie verstanden. Trennung. Bereit? Ja. Cole? Okay, ich nehme auf. Konzentrier dich jetzt, Jody. Du musst mir sagen, ob du etwas Bestimmtes spürst bei einem dieser Objekte. Fangen wir mal hier an. Hä? Kannst du was sehen, Aiden? Danke, das ist echt total schön. Mach's auf. Jody, alles okay? Ja, mir fehlt nichts. Konntest du was sehen? Erzählen. Da war ein kleines Mädchen. Es war ihre Spieluhr. Laura. Seine Tochter am Ende. Ja? Nathan? Okay, ich sag's ihm. Nathan, jemand namens Ryan Clayton will dich sehen. Er sagt, du weißt, worum es geht? Ja. Ich bin gleich wieder da. Jetzt wieder anstellen jetzt hier. Kann ich den ein bisschen ärgern, den Kunden hier? Oha, ja. Ein Gespräch zu hören am Ende. Vielleicht keine schlechte Variante. Hören Sie. Ich hab's ihr noch nicht gesagt. Ich brauche noch etwas mehr Zeit. Nein. Professor Dawkins, sie muss heute mitkommen. Das ist mein Auftrag. Gott, sie ist doch noch ein Kind. Mein Assistent und ich, wir sind die einzige Familie, die sie hat. Sie hat doch keine Ahnung von dem, was draußen ist. Klar. Dawkins, ich verstehe, was Sie meinen. Okay, im Ernst. Aber Auftrag ist Auftrag. Hm? Bringen Sie sie zu mir oder muss ich sie holen? Kann ich ja abwürgen? Oder schau ab. Oder schau einfach ab. Kann ich hier abhauen? Jody? Kannst du mal herkommen, bitte? Kann ich hier irgendwas anstellen, damit der abgelenkt ist? Einen Ausgang. Geht nix. Geht nix, geht nix. Ach, scheiß drauf, wir gehen jetzt hin. Thank you.
Was ist denn los, Nathan? Ist was passiert? Jody, das ist Ryan Clayton von der CIA. Die Agency will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms in Camp Peary. Ryan wird sich ab jetzt um dich kümmern, Jody. Du musst mitgehen, Kleines. Heute. Das ist ein Scherz, oder? Ich werde nirgendwo hingehen. Mach ich schon nie. Wütend. Bin ich vielleicht ein Spielzeug? Irgend sowas wie ein Testobjekt? Hast du vielleicht schon mal überlegt, was ich will? Das verstehen. Das ist eine großartige Gelegenheit für dich. Oh, und Schön. Das war's, ja? Du machst die Pläne und ich mach hier einen auf schön brav und ordne mich unter? Scheiße, hören Sie, Miss Holmes. Ich habe keine Zeit für Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn, okay? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen, aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt. Beleidigen. Fetzt. Geh und fick dich doch. Das war's. Wir gehen sofort. Jody. Ja. Jody, stopp und zwar sofort. Nein, ich will nicht stoppen. Oh. Ich hole schnell mein Zeug. Nur das Nötigste. Alles andere ist in Camp Perry. So, was packen wir ein? Auf jeden Fall den scheiß Teddy bestimmt. Ne, den wollen wir nicht. Ach, hier. Nee. Den wollen wir auch nicht. Im Bad wenigstens, Waschzeug. War schon gepackt. Nee. Oh, Daddy muss doch mit. Hä? Sag ich doch. Die ganze Zeit mitschleppen. Waschsachen nehmen mit. Hier haben wir einen Schreibtisch. Aha, hier ist auch was. Ein Foto. Ja. Schrank geben wir auch noch mal gucken.
Klamotten bräuchte man ja übel was. Ist was? Ist in dem gelben Schrank hier? Sind wir durch? Dann sind wir durch. Gehen wir hier mal an den Tisch? Nix. Nix. CDs wollen wir auch nicht. Wollen wir auch nix. Hier haben wir noch was. Udo. Und Mami und Babi. Machen wir kaputt. Hier nochmal gucken. Nix. Soll alles gewesen sein. Gut. Jacke? Ah, hier ist noch an der Pinnwand. Ah ja. Geiles Foto. Geiles Bild. Nehmen wir mit. Gut. Das war's wohl. Keine Sorge, du machst das sicher gut. Mann, du wirst mir hier so sehr fehlen, Prinzessin. Ich komme dich besuchen, sobald ich kann. Ich lasse dich nicht im Stich. Das weißt du, oder? Ich werde immer für dich da sein. Wir müssen los. Abendessen. Ja? Jody. Hey, hier ist Ryan. Ryan? Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor 3 Tagen. Also ich habe gerade Probleme mit meinem Computer. Was stand in der Mail? Essen. Heute schickes Restaurant. Naja, heute ist es zu spät dafür. Vielleicht ein andermal? Scheiße, tut mir echt leid. Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also... Klar, aber... Wie wer es so macht? Okay, ja, ich bringe uns einen super Wein mit. Bis später. Oh, jetzt muss ich noch Essen kochen, wie es aussieht.
Ich weiß, du warst das mit meinem Computer. Dir ging's um diese Mail von Ryan. Das geht dich nichts an, Aiden. Ich kann tun, was ich will. Verdammt! Verdammt! Wir fangen das nicht wieder an! Ich gehöre nicht dir, Aiden. Ich kann Beziehungen haben, mit wem auch immer ich will. Das ist mein Leben. Hörst du mich, verflucht nochmal? Das ist mein Leben. Weißt du was? Zufällig finde ich Ryan echt gut. Er ist charmant, er ist intelligent, er ist witzig. Pizza. Und ich glaube, ich habe mich verliebt. Okay. Okay. Es ist 7 Uhr. Ich habe eine Stunde Zeit. Mach Dinner, räum hier auf und mach mich noch hübsch. Erstmal aufräumen. Oh, zum Beispiel. Okay, ins Bücherregal. Ja, hier, hä? Nee. Ein Raumteiler. Machen wir hier ein Bücherregal dort hinten. Auch nicht. Was steckt hier eigentlich dahinter? Ja, die Bücher sollen in das Bücherregal. Ach hier. Okay, toll. Super. Haben wir hier? Ein bisschen Mucke. SWR3, geil. Lounge fetzt. Aufstehen. Genau, den Abfall in die Küche. Müll vielleicht war nicht schlecht. Mein Gott, das Dinner. Da ist bestimmt noch irgendwas in der Küche. Kochbuch. Ah! Ich muss etwas finden, das höchstens eine Stunde dauert, mit den Resten aus dem Kühlschrank. Asia-Pfanne. Das sieht gut aus. Und es ist nicht zu kompliziert. Curryhühnchen mit überbackenem Gemüse. Nee. Das muss etwas länger in den Ofen, aber. Aber klingt machbar. Das ist doch allgemein schon immer. Pizzalieferung. Ich meine, nicht direkt was für Gourmets, aber kein Vorbereiten, kein Abwaschen. Klingt doch ganz gut. Los. Dann machen wir. Jetzt entscheide dich endlich mal. Asia-Pfanne. Ja. Asia-Pfanne, das klingt doch jetzt wirklich exotisch. Solange ich es beim Kochen nicht total verbocke. Pizza bestellt ist doch nicht. Geht doch voll in die Hose. Aiden hilft mit. Aiden. Danke, Aiden. Soll ich das hier machen?
So weit, so gut. Nun zum Wok. Ja, da wird er ja irgendwo in der Ecke sein hier wahrscheinlich. Oben auf keinen Fall. Wenn, dann ist er hier. Ich kenne mich aus. Oh, und die steuert wieder völlig. Oh, die geht zuerst hoch. Nein, da ist er nicht. Warum gucken wir nicht hier? Das soll hier sein. Doch oben. Wer tut denn einen Wok dort hoch? Völlig hohl. Salz auf jeden Fall. Na. Na. Nee, gut, das reicht. Ingwer. Ingwer? Gilt ja als Aphrodisiakum. Das steht jetzt nicht im Rezept, aber... Klar, Ingwer geht immer. Warum nicht? Ich kann echt jede Hilfe gebrauchen. Pfeffer. Gut. Langt. Stopp. Oh, diese Bewegungssteuerung bei der PlayStation 3 ist wirklich der Hass. Okay, und den Sarg hinzufügen. Langsam macht mir das Kochen Spaß. Ryan, du wirst es lieben. Kosten wäre nicht schlecht, vielleicht. Haben wir uns aber gar nicht hübsch gemacht. Oh Mist. Mist, er ist zu früh. Ich komme! Alles. Ist er bestimmt nicht. Aiden. Na toll. Oh, ganz toll, Aiden. Okay, du hast mich. Jetzt öffne die Tür. Und drinne ist der Herd an. Aiden! Aiden, komm schon, mach auf! Oh, was soll ich denn alles drücken? Ich bin diejenige, die die Entscheidung trifft, Aiden. Jetzt mach die... Du willst Spielchen spielen? Das kann ich auch. Du musst eine Meise haben. Weißt du, du verschwendest deine Zeit, Aiden. Ich habe heute trotzdem ein Date mit Ryan. Geh ich erstmal mich hübsch machen. Er will doch bloß, dass ich Zeit verliere. Ich muss mal wissen, wo hier das behinderte Bad ist. Ja. Was ist denn eigentlich hier dahinter? Oha.
Toilette. Müssen wir scheinbar nicht machen. Jo. Gut. Brauchen wir vielleicht noch was Richtiges zum Anziehen? Ich muss mich umziehen. Naja. Ja, ich hab's verstanden. Was ist das hier? Oder haben wir da nur? Ganz cool, Jody. Okay, jetzt komm runter. Kein Grund zur Panik. Du wirst das schon schaffen. Nee, dann mal wieder aufstehen. Kannst du nicht eingrunzen? Was ziehe ich an? Sexy. Ganz klar. Ingmar im Döpp. Oh, hi Ryan. Ich habe auf dich gewartet. Entziehen. Heiß. Heute sieht er eine vollkommen neue Seite von mir. Das ist sexy. Lass gut sein und gib auf, Aiden. Okay? Das Date wird stattfinden. Basta. Genau. Jetzt haben wir erstmal noch... Gehen wir erstmal nach dem Bock gucken. Nicht, dass die Scheiße anbrennt. Und wir doch noch Pizza bestellen müssen. Nö. Nö. Scheint alles safe zu sein. Was haben wir denn hier? Seinen Mist wieder aufräumen. Mann, Aiden, jetzt sei doch nicht so ein Arsch. Was machen hier? Okay, Dreckwäsche,
in den Korb im Badezimmer. Achso, Bild aufräumen noch, okay. Okay, da. Die Badewanne ist auch geil. Eine geile Bude. Muss man hier nicht irgendwo was aufräumen hier? Genau. So macht man das. Na, können wir das nicht wegräumen? Lass mal stehen. Wir möchten aber auch nicht mehr wie zwei kommen. Oder einer eigentlich bloß noch. Die Gläser noch? Das ist sehr witzig, Aiden. Wow, das ist sehr romantisch. Gläser will sie nicht. Oha. Ja, ist das? Aiden, benimm dich bitte. Das hier bedeutet mir was. Ich verlasse mich auf dich. Hey. Chateau Margaux 2001. Der Verkäufer sagt, das war ein hervorragendes Jahr. Klingt doch nicht übel. Okay. Okay. Setz dich doch hin. Ich hol das... Essen. Das Ding für die Weinflasche. Ach so. Cooles Apartment. Will denn das? Verfluchte Scheiße! Soll ich hier aufmachen? Nein, nein, ich mach schon. Okay. Oh, das geht schief. Das können Frauen nicht. Oh. Ups. Danke. Auf dein neues Apartment. Scheiße, Bewegungssteuerung. Ist doch...
Basement. Wann bist du eingezogen? Oh, vor ein paar Wochen. Ja, die Agency hat sie mir besorgt, voll möbliert und das ist eigentlich das erste Mal, dass ich eine Wohnung... Nee, das will ich ja eigentlich nicht. Ja. Was ist mit dir? Wo wohnst du? Oh, ich habe ein Haus, etwas außerhalb. Ja, klein, aber ich habe einen Garten. Und stammst du von hier? Nein, ich stamme aus Oregon. Meine Eltern und mein Bruder sind immer noch dort. Aber ich bin früh weggezogen, mit 16. 16? Nee, wir lassen die jetzt. Bist du zu Hause rausgeflogen oder sowas? Das war ziemlich chaotisch da. Mein Stiefvater verprügelte mich. Ich könnte hier alles auseinandernehmen. Das macht man nie. Ich wollte lieber ausziehen. Er hat so eine Mühe gegeben. Wie kamst du danach zur CIA? Ich ging aufs College und wusste nicht so recht, was ich wollte. Ich war bei der Army. Naja, Action, Reisen, Abenteuer. Bis ich merkte, dass das nichts für mich ist. Und als ein CIA-Anwerber mich ansprach, habe ich ja gesagt. Ich sollte mal nach dem Essen sehen, weil... Diese Kochsache ist eine völlig neue Erfahrung für mich. Brauchst du Hilfe? Nein, setz dich ruhig schon und mehr Wein wäre schön. Okay. Ah, Asiapfanne, ja? Ja. Ich war in China für ein Jahr. Liebe das Zeug. Oh, tja. Mit Ingwer? Warte nicht zu viel, denn das ist bestimmt erst das zweite Mal, dass ich koche. Und über das erste Mal will ich lieber nicht sprechen. Das ist gut. Gut. Ja, also. Freut mich, dass es dir schmeckt. Wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? Seit fast 2 Jahren und ich weiß fast nichts über dich. Gibt's nicht viel zu sagen. Ich wohnte mit meinen Eltern auf dem DPA Campus und dann war Nathan für mich da. Tja, ich meine, den Rest kennst du ja schon. Deine Eltern, hast du noch Kontakt? Nein, gar nicht. Ich glaube, sie hatten eine Todesangst, weil ich so anders war. Also, Nathan und Cole waren immer für mich da, mehr oder weniger. Sie haben mir geholfen mit Aiden, wie ich mich akzeptiere, wie ich bin. Ich meine, es war nicht immer einfach, aber ich mache Fortschritte. Hat Nathan dir je richtig erklären können, was es eigentlich ist, dieses Ding mit Aiden? Nein. Also nicht richtig. Sie haben viel herausgefunden über die Infrawelt, also... Aber nicht sehr viel über Aiden. Ich glaube sogar, dass nicht mal er weiß, wer oder was er ist. Also, ist er jetzt hier und hört uns zu? Ja. Boom. Ja, er verlässt mich nie. Und was ist mit dir? Hast du Familie hier? Nein, meine Eltern sind noch in Oregon. Ich sehe sie so selten wie möglich. Und bist du verheiratet oder sowas in der Art? Nein. Ja, ich meine, ich war's. Ja, meine Ex-Frau und ich sind geschieden seit 2 Jahren. Und es ging nicht gut. Ich meine, am Ende war es, es gab gute Zeiten, aber es war wohl besser, getrennte Wege zu gehen. Und du? Hast du jemanden? Ich hab einen, also. Ich meine, aus unserer Welt.
Naja, Aiden kann das. Er hat die Leute immer vertrieben. Oder es liegt einfach doch an mir. Vielleicht bin ich zu anders, um für jemanden interessant zu sein. Du bist toll, Jody. Aiden hat nichts damit zu tun. Küssen. Das hat sie sich mal verdient. Ob das Aiden jetzt zulässt. Was bedeutet das hier? Nee. Nee. Wollen die jetzt unbedingt, dass ich hier was mache? Rein so, sonst hören die nie auf. Und knutschen die jetzt noch hier 10 Stunden. Aha. Okay. Hat sie ihren Spaß gehabt? So das Mindeste. So, naja, da haben wir unseren Spaß gehabt und da können wir beruhigt mal einen Cut machen.